Abstiegsendspiel für Runar Sigtriksson, das zumindest ist die Überschrift der Bild für das kommende Heimspiel gegen den Bergischen HC. Platz 15 und 2 Punkte zu den Abstiegsplätzen, das ist die aktuelle Situation beim SC DHFK Leipzig. Ein Sieg wäre also enorm wichtig. Doch wie bereitet sich die Mannschaft auf den kommenden Gegner vor und spielen Abstiegsgedanken überhaupt eine Rolle? Das will ich jetzt genauer wissen von Stefan Peter und Franz Semper. Ja, neben mir steht der Youngster Stefan Peter. Stefan, gegen Gummersbach gab es ja zuletzt auch eine knappe Niederlage. Was waren dort die Gründe, dass es am Ende dann doch wieder nicht für Punkte gereicht hat? Ja, am Ende waren es Kleinigkeiten, was man ja auch an der Ein-Tor-Niederlage nur sieht. Wir haben die erste Viertelstunde gut Tempo gemacht, danach weniger, was eigentlich unsere Stärke ist. Und nur hinten raus, als wir dann wieder hinten liegen, zwischenzeitlich glaube ich mit 5 Toren, kämpfen wir uns durch über unser Tempo nochmal ran und belohnen uns dann leider nicht am Ende. Die aktuelle Situation ist ja schon etwas angespannt, 2 Punkte auch zu den Abstiegsplätzen. Was macht das auch mit dir? So als jungen Spieler spürst du auch ein bisschen Druck oder lässt du das vollkommen abprallen und spielst einfach dein Spiel? Natürlich spürt man es, auch im Training merkt man es ordentlich Spannung drin, was aber eigentlich finde ich eher positiv ist. Aber im Endeffekt ist trotzdem dann wieder jedes Spiel gleich und das heißt, die Ausgangslage natürlich macht da keinen Unterschied für mich. Morgen geht es dann jetzt gegen den Bergischen HC. Hinspiel 31:31, extrem enges und umkämpftes Spiel. Was muss morgen anders sein und an welchen Stellschrauben müsst ihr auch nochmal drehen, damit ihr dieses Mal die Punkte mitnimmt? Wir müssen vor allem das Kreisläuferspiel in den Griff bekommen, noch kompakter stehen in der Abwehr. Das 1-1 von denen ist eine Stärke und dann wieder halt über unser Tempo einfache Tore am besten machen und dann holen wir das zu Hause. Ein Faktor können natürlich auch die Fans sein. Morgen wird ja auch die Halle, nehme ich an, wieder voll sein, erstes Heimspiel im neuen Jahr. Wie wichtig sind auch die Fans und ist es auch ein entscheidender Faktor, um euch vielleicht auch morgen zum Sieg zu führen? Ja, natürlich. Also ein Heimspiel ist immer was Besonderes. Wenn man dann noch so viele Fans im Rücken hat, die einen bei jeder Aktion pushen, ist das natürlich ein großer Vorteil gegenüber dem Gegner. Und das müssen wir morgen nutzen und den Fans das zurückzahlen dann. Dabei wünschen wir natürlich viel Glück. Danke dir, Stavi, für das Interview. Ja, und wir sprechen natürlich jetzt auch noch mit Franz Semper, wie er die aktuelle Situation sieht, der neuen Toremann aus dem Hinspiel, und fragen ihn, wie er sich auf den Gegner morgen vorbereitet. Franz, lass uns gleich mal am Anfang auf dieses Hinspiel schauen. 9 Tore, da warst du bester Werfer mit den meisten Toren gewesen. Wie zufrieden bist du auch jetzt insgesamt mit deinen Leistungen bisher in der Saison? Ja, ich glaube, es war alles ein bisschen durchwachsen und die letzten Spiele sind nicht so gut ausgefallen, dass ich dann auch selber mit mir nicht so zufrieden sein kann. Da gibt es immer noch 3-4 Dinge, wo man sich noch ein paar Stellschrauben verdrehen kann. Gegen BHC hat es aber schon mal gut geklappt. Lass uns gleich auf den kommenden Gegner schauen. Im Hinspiel, wie gesagt, 31:31. Extrem enges Spiel. Ich hatte auch gerade Stefan hier, der hat gesagt, wir müssen natürlich das Kreisläuferspiel verbessern. Worauf wird es aber auch noch gegen den BHC ankommen, um morgen dann auch den ersten Sieg im neuen Jahr einzufahren? Ja, ich glaube, für uns wäre es mal wichtig, wenn wir den Gegner unter 30 Toren halten. Das hat die letzten Male nicht ganz so gut geklappt und ich glaube, das wäre ein großer Schritt in Richtung 2 Punkte. Und wenn wir den Gegner unter 30 Toren halten, dann werden wir auch 1, 2, 3 schnelle Tore machen können, wo wir ein paar einfachere Tore machen können und nicht immer im Angriff uns die Zähne ausbeißen müssen. Wichtiges Spiel auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, Lage ist sehr angespannt. Ist es auch schon ein Thema jetzt in der Mannschaft, Abstieg, oder schaut man wirklich nur nach oben und beschäftigt sich eigentlich gar nicht damit? Nee, also wir wissen schon, wo wir stehen und was auch für Potenzial in der Mannschaft ist und dass wir auch noch 2 Spiele oder fast 3 Spiele weniger haben als der Rest der Liga. Aber natürlich müssen wir dann halt auch in den 2, 3 Spielen punkten, das ist ganz klar. Aber der Blick ist ganz klar nach oben gerichtet, nicht nach unten. Jetzt haben die Kollegen von der Bild schon getitelt Abstiegsendspiel für Runar Sigtriksson. Wie geht man mit solchen Aussagen in der Mannschaft um? Wie seht ihr den Trainer? Ich lese Bildzeitung nicht und deswegen habe ich davon noch nichts mitbekommen. Und wir versuchen alle zusammen an einem Strang zu ziehen und keiner hat Lust auf Verlieren. Deswegen sind alle im Konsens hier ordentlich zu trainieren und 2 Punkte zu holen.
Hoffentlich dann auch morgen. Vielen Dank dir, Franz, viel Erfolg natürlich für morgen. Ja, und dann gilt es morgen gegen den BHC zu Punkten zu siegen und Anwurf ist um 19 Uhr.